Hallöchen und willkommen zu einem Animal Crossing Pocket Camp Video. Naja, und ich hatte offline echt viel hier. Also, wieder mal Daten-Download. Ich werde aber auch mal so ein paar Videos machen zu Animal Crossing Pocket Camp. Und ich habe übelst viel gemacht. Ich bin über hier Level 81 und da wollte ich das eigentlich auch mal ein Video machen hier. Sorry Leute, dass ich das zu lang gemacht habe und so, ja. Und deswegen muss ich ein Video machen. Und nun, weiter, auf geht's. Wir wollen jetzt spielen. Ja, das kenne ich ja. Gerds Blumenstand. Oh, Schlepp Hawaii Hemd. New Horizons Countdown. Hey, Tom Nook. Hallo? Überrascht mich, hier zu sehen, Neodendro. Auch wenn du mich schon kennst, ich möchte mich höflichkeitshalber gern vorstellen. Ich bin Tom Nook. Ich habe ein paar aufregende Neuigkeiten für dich. Ja, ja, bist du bereit? Meine neue Firma Nook Inc. startet ein entspannendes Geschäftsprojekt. Ganz richtig. Und ich biete dir Möglichkeit, mit diesem Reif für die Inselpaket zu profitieren. Stell dir vor, ich auf einer verlassenen, erkundeten Insel inmitten in ungebändiger Natur zu leben. Nun, ich bin hier, um dir schon heute einen Vorgeschmack darauf zu geben, mit einem Angelturnier. Also, alles, was du tun musst, ist jede Menge Fische fangen, die du mir bringst, und tolle Preise zu erhalten. Ja, ja, die Preise werden dich im Hand umdrehen, in Stimmung für die Inselabenteuer versetzen. Gut, ein langes Federlesen erklärte es das 24. Angelturnier hiermit offiziell für geöffnet. Bevor ich es vergesse, brauchst du eine kleine Erinnerung an den Regel des Angelturniers? Nein, weiß ich Bescheid. Hier sind die Gesamtgrößenziele für dieses Angelturnier. Aha. Oha, okay. Okay. Hier sind die Nook-Aufgaben. Ja, ja. Ah ja, okay. Wenn du im größten Stil Turnierfische fangen willst, kann ich dir das Turniernetz empfehlen. Maximale Effizienz im minimalen Aufwand hier zum Ausprobieren. Oh, und eins noch. Ich habe eine besondere Angel, die du an diesem Turnier benutzen kannst. Hier. Das schlichte Design geht dir das Gefühl, auf einer einsamen Insel gestrandet zu sein. Hm? Sie ist natürlich eine Leihgabe und nach dem Turnier wirst du sie mir leider zurückgeben müssen. Oh, okay. Ah, und das sind die Fische, die hier zum Angeln kommen. Yep. Okay. Ja, ich weiß doch. Und da haben wir schon den ersten Fisch. Oh, gleich zwei davon. Hui, eine Inselmakrele. Nein, sogar zwei. Was für ein Fang.
Ah, du hast schon welche gefangen. Wunderbar, das freut mich für dich. Immer hier damit. Ich mache mich sofort ans Ausmessen. Okay, ein Holzpokal. Du hast es geschafft. Du hast ein Gesamtgrößenziel erreicht. Ja. Hier ist deine Belohnung. Ich hoffe, es ist nach deinem Geschmack. Okay. Sportessenz. Oh, das ist wohl das erste Belohnung, nicht wahr? Großartig. Herzlichen Glückwunsch. Mach weiter so und fange noch mehr viele tolle Turnierfische. Ja, danke, Tom Nook. Oha, was ist das? Ein Inselflunder. Nein, danke, darauf kann ich verzichten. Hey, ein Inselkaiserschnapper. Das sollte ich Tom Nook zeigen. Oh, und hier ist noch ein Fisch. Noch ein Kaiserschnapper. Und da hinten haben wir eine Venusmuschel. Was haben wir da hier? Noch ein Kaiserschnapper. Die Fische, die Fische. Ey, wieso kommt immer so dauernd hier Kaiserschnapper? Und dann haben wir noch einen Fisch. Oh, zwei Flunder. Warte. Bevor ich den Tom noch gebe. Erstmal das. Schöne Fangnetz. Mal sehen, was da drin ist. Zwei Inselmakrelen, ein Inselkaiserschnapper und drei Inselflunder. Ich habe eine ganze Menge Fische gefangen. Wetten, das interessiert Tom Nook auch? Warte, ich muss es ja noch mit diesem hier, dem großen Fangnetz. Ein Inselkaiserschnapper. Inselflunder, drei Inselthunfische, zwei Inselmakrelen, zwei Inselflunder und noch ein Inselthunfisch. Ich habe eine ganze Menge Fische gefangen. Wetten, das interessiert Tom Nook auch. Ja, das wird richtig interessant, dass ich viele Fische gefangen habe. Wie viele Turnierfische du gefangen hast? Ich bin beeindruckt. Ja. Ich sehe schon, du bist eine der motiviertesten Sorte. Diese Fische nehme ich dir mit Freuden ab. Unglaublich! Ich kann gar nicht fassen, wie schwer dieser Fang ist. Toll gemacht. Okay, da wollen wir mal messen. Ich bin dafür gespannt. 2323. Alter. So viele Fische habe ich gefangen. Alter. Du hast es geschafft. Du hast ein Gesamtgrößenziel erreicht. Ja. Hier ist deine Belohnung. Also hier ist deine Belohnung. Ich hoffe, es ist nach deinem Geschmack. Okay, bin gespannt. Ein Feldbett. Ja. Ein Insellagerfeuer. Ein Baumstammhocker.
zwei Budgettulpe und einen Putzigersens. Ich hoffe, du hast Freude an der Belohnung. Du hast sie dir wahrscheinlich verdient. Hol dir noch viele weitere. Danke, aber hier sind jetzt keine Fische mehr da. Die kommen jetzt erstmal in 2 Stunden erstmal. Also eher gesagt 3 Stunden. Oh, ich glaube, mein Auftrag. Und der nächste Auftrag wäre da schon fertig. Jetzt kommt die vierte Auftrag. So. Dann wollen wir schauen. Danke. Okay, danke, Ernst. Okay, da gehen wir jetzt mal zu Martin, den Ziel. Ja, haben wir den Martin. West, schon wieder morgen. Beinahe wäre ich den Schreck in den Floß geplumpst. Meh. Ich bin aber für dich da. Psst, Neodendro. Hast du, fleißiges Bienchen, nicht eine riesige Krabbeltiersammlung? Vielleicht kommt die Frage jetzt ein bisschen plötzlich, aber hättest du bitte ein Insekt für mich? Na klar, ich gebe dir den Goliath-Käfer. Wie hast du denn geschafft, mit einer Falle, einem Honigtopf, einem Riesenkescher? Na gut, mit dem Honigtopf hättest du bestimmt nur mich erwischt. Wie jetzt, Neodendro? Du schenkst mir einen tollen Fang. Ach, du bist ein ganz feiner. Ach, Martin. Ich freue mich wie ein Sonnenhäubchen. Und das nur wegen dir, Neodendro. Warte, ich hab noch was. Kann ich noch für, kann ich was für dich machen, Knospe? Hier für dich. Ui, für mich, du bist der Allerbeste. Oh, Neodendro, ich weiß nicht, was ich dir eine ganze Hilfe danken soll. Dafür weiß ich ganz genau, dass wir für immer nur Freunde bleiben werden. Okay, danke, Martin. Ich habe da noch was für dich. Ja, Kaiserschnapper. Ja, da sagt er auch immer das Gleiche. Danke, danke, dass du immer total lieb zu mir bist. Was ist denn los? Also, was ist los? Erzähl mir was.
Der Winter ist so gut wie vorbei, Neodendron, ganz genau, so gut wie vorbei. Warum ist das immer noch so kalt? Freundschaftslevel auf Stufe 7. Ein Rentierpulli. Okay, Martin, Dankeschön. Dankeschön fürs Unterhalten. Okay, gehen wir jetzt mal hier zu den anderen. Hey du. Hey, Neodendro. Siehst du, die frische Meeresbrise verleiht mir Kraft für den ganzen Tag, Spring. Hier, ein Schwalbenschwanz und ein Königslibelle. Und das willst du wirklich einfach so geben, ohne wenn und aber? Danke, Neodendro. Dankeschön. Du warst mir heute eine Riesenhilfe. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich getan habe. Ja, okay. So, ich gucke jetzt meinen Zeitplatz, was los ist. Ja, die Crossover-Action mit Animal Crossing New Horizons ist jetzt im Gang. Ich bin noch so ein bisschen müde. Okay. Ich soll auch mit Apollo sprechen. Hat das jemand gesehen? Ach, du bist es, du Null. Na los, fahr auch mal eine Runde mit. Dann wird das Karussell gleich noch zur Geisterbahn. Hey Sophie, mein Liebling. Morgen, Neodendro. Na, auch schon unterwegs, Miau? Lass uns quatschen. Miau, das muss ich dir erzählen. Ich hab was für dich, Miau. Eigentlich wollte ich es für mich selbst behalten, aber das ist irgendwie so gar nicht mein Stil, Miau. Ich dachte mir so... Dann behalte ich es einfach mit Neodendro, genau, oder? Miau. Oh, danke schön, liebe Sophie. Und dann muss ich noch so mit Bettina sprechen. Morgen, Neodendro. Na, auch schon unterwegs? Was gibt's Neues? Was muss ich dir erzählen? Ich hab was für dich. Eigentlich wollte ich das für mich selbst behalten, aber das ist irgendwie so gar nicht mein Style. Da dachte ich mir so, dann teile ich's einfach mit Neodendro. Genial, oder? Ah, okay, dankeschön. Hey Jan, ein Vögelchen. Hey, der Netro. Ja, für einen herrlichen Morgen. Schnell noch einen Proteinshake und los geht's. Ja, mein singender Vögelchen. Hier hast du einen Snack für dich.
Genau das wollte ich haben. Dankeschön. Danke für diesen Leckerbissen. Du bist echt eine richtige Wucht, Neodentro. Hab ich gerne gemacht. Oh, noch so ein Levelaufstieg und dann kriegt man ein Bild. Nun. Mal gucken. Okay, das... Na gut, Freunde, dann werde ich mal das mal beenden. Und da spiele ich gleich Mario Kart Tour. Also, macht's gut und ciao, ciao.